Wie kann ich Ihnen helfen, Commander? Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Samara würde gerne im Beobachtungsbereich auf dem Crewdeck mit Ihnen sprechen. Noch etwas, Commander? Das wäre alles. Ich bin froh, dass Sie gekommen sind. Ich muss Sie um Hilfe bitten, das fällt mir nicht leicht. Was brauchen Sie? Als wir uns auf Ilium getroffen haben, habe ich Ihnen von einer sehr gefährlichen Person erzählt, die ich verfolge. Mit den Informationen, die Sie beschafft haben, ist es mir gelungen, sie ausfindig zu machen. Sie nennt sich Morinth. Ich möchte sie festnehmen, bevor sie ein weiteres Mal verschwindet. Erzählen Sie mir von ihr. Sie ist eine Adat Yakshi. Das Wort entstammt einem toten Asari-Dialekt. Es bedeutet Dämon der Nachtwinde. Aber das ist nur Mythologie. Sie ist ganz einfach eine überaus gefährliche Frau, die ohne jede Gnade tötet. Sie sind auch gefährlich. Genau wie sie. Aber sie ist anders. Morinth leidet an einem seltenen Gendefekt. Wenn sie sich paart, gibt es kein sanftes Verschmelzen der Nervensysteme. Sie überwältigt das des Partners, verbrennt es. Es kommt zu Blutgerinnseln im Gehirn. Am Ende steht eine geistlose Hülle, die kurz darauf stirbt. Aber dann ist sie doch nur so tödlich, wenn sie sich paart. Jedes Mal, wenn sie tötet, wird sie stärker, klüger und schneller. Und sie macht das schon seit 400 Jahren. Sie verwirrt ihre Opfer, manipuliert ihre Gefühle. Sie tun dann alles, um ihre Gunst zu erringen. Wir müssen sie aufhalten. Danke, Commander. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, was das für mich bedeutet. Da ist noch etwas, diese Kreatur, dieses Monster. Sie ist meine Tochter. Bestimmt nicht leicht, darüber zu reden. Der Zustand meiner Tochter ist meine Schuld. Und meine Sühne dafür besteht darin, sie zu töten. Sie sollen mich nicht bemitleiden, sondern einfach meine Lage verstehen. Meine Crew muss ihren Job beherrschen und ihr Privatleben bei sich behalten. Ich verstehe. Trotzdem, falls genug Zeit ist, würde ich gern den Nachtclub Afterlife auf Omega besuchen. Helfen Sie mir, meine lange verschollene Tochter zu finden und sie zu töten. Wir werden Morinth finden. Was brauchen Sie? Eine flüchtige Asari hält sich hier versteckt. Sie ist eine Adat Yakshi. Wir müssen sie finden. Ich wusste es. Nichts hinterlässt eine Leiche, die so leer ist. Nur eine Adat Yakshi. Sie haben nichts unternommen, um sie zu töten? Warum sollte ich? Mich wollte sie ja noch nicht verführen. Ihr letztes Opfer war ein junges Mädchen. Hübsches Ding. Lebte in den Wohnhäusern hier in der Nähe. Dort würde ich mit der Suche beginnen. Danke für die Hilfe. Viel Glück bei der Suche und noch mehr Glück beim Einfangen. Sind Sie wegen meiner Tochter hier? Meine Neffe ist vor einer Woche gestorben und niemanden scheint es zu interessieren. Die Mediziner reden von einer Gehirnblutung, aber das ist nicht wahr. Es war Mord. Jemand hat meine Neffe ermordet, meinen Schatz. Ich stelle Nachforschungen über den Mord an Ihrer Tochter an. Gehören Sie zu Arias Leuten? Ich ermittle aus eigenem Interesse in diesem Fall. Niemanden auf dieser Höllenstation kümmert es, dass meine Neffe tot ist. Wenn Sie etwas unternehmen können, werde ich behilflich sein, so gut ich kann. War Neff mit jemandem besonders oft zusammen? Sie war immer so ruhig, wenn sie hier zu Hause arbeitete. Und dann, vor ein paar Wochen, begann sie plötzlich ständig auszugehen, in den VIP-Bereich von diesem Club am Ende der Straße. Ich glaube, man braucht ein Passwort oder so, um reinzukommen. Die Veränderung kam so plötzlich. Sie war einfach nur müde und unkonzentriert, wenn Morinth nicht in der Nähe war. Darf ich Neffs Zimmer durchsuchen? Ich will nichts durcheinander bringen. Ihre Kleidung, ihre Kunst, ihre Skulpturen. Alles ist genauso, wie sie es zurückgelassen hat. Und so wird es immer bleiben. Mein Schatz ist fort. Sie ist... Danke. Es tut mir leid. Ich vermisse sie so sehr. Schon in Ordnung. Wir alle mussten Verluste durchleiden. Ich weiß, was es bedeutet, eine Tochter zu verlieren. Ich werde sie rächen. Danke. Und wenn es Ihnen hilft, den Mörder zu finden, dann durchsuchen Sie ruhig Ihre Sachen. Wir werden uns respektvoll verhalten.
Ich werde ihre Sachen durchsuchen. Ältesten Eintrag anzeigen. Hey, Tagebuch. Zyklus 34, Orbit 671. Es gibt viel zu bequatschen. Ich habe ihr Roots Namen gesagt und sie haben mich in den VIP-Bereich des Afterlife reingelassen. Alle haben mich angestarrt, ganz sicher. Plötzlich fängt neben mir eine total schöne Asari an zu tanzen. Sie bewegte sich wie Wasser. Immer in Bewegung, ständige Veränderung. Aber doch klare Formen und fester Körper. Ich bin in Trance. Dann habe ich mit ihr getanzt. Später haben wir was gegessen und ich werde sie morgen wiedersehen. Mittleren Eintrag anzeigen. Zyklus 36, Orbit 671. Bin ich ein Freak? Morinth ist ein Mädchen wie ich. Und sie ist ganz klar kein Mensch. Aber wenn wir tanzen und das Herlex durch meinen Körper fließt, wie sie mich denn ansieht, mit dieser Gier, dieser Sehnsucht, so hat mich noch nie jemand angesehen. Heute Abend haben wir uns geküsst. Letzten Eintrag anzeigen. Zyklus 42, Orbit 67. Heute Abend nimmt sie mich in ihr Apartment mit. Was auch geschieht, ich will für immer bei ihr bleiben. Sie kann meine Werke verkaufen. Wir könnten an einem noblen Ort leben, wie die Frauen in Vainia. Dem Video, das Morinth so gefällt. Wie konnte ich so viel Glück haben? Ich bin doch nur ein dummes Mädchen von Omega. Holo-Tagebuch schließen. Das ist das Werk von Morinth. Künstler und kreative Leute ziehen sie an. Wesen mit diesem bestimmten Funken in sich, zudem meist leicht isoliert. Sie beeindruckt sie durch Intelligenz und Sexappeal. Die Jagd ist für sie ebenso interessant wie das Schlagen der Beute. Sie tötet durch Sex und ich habe nicht vor, mit ihr zu schlafen. Sie sind vielleicht zu Recht so unbedacht, Shepard. Aber Vorsicht ist hier durchaus angebracht. Morinth kommuniziert auf vielen Ebenen. Ihr Körper teilt dem ihren mit, dass unvorstellbare Ekstase auf ihn wartet. Ihr Duft weckt lange versteckte Gefühle. Ihre Augen versprechen Dinge, die sie noch nie von jemandem zu erbitten wagten. Ihre Stimme flüstert noch, wenn sie schon längst nichts mehr sagt. Klingt nach einer Asari nach meinem Geschmack. Sie scherzen, Shepard. Trotz ihrer Stärke werden sie in großer Gefahr schweben. Ihren Unterschlupf zu stürmen wäre keine gute Idee. Sie hat bestimmt 100 Fluchtpläne. Sie wird landen und dann für 50 oder mehr Jahre verschwinden. So nah war ich noch nie an ihr dran. Dann müssen wir sie also rauslocken. Genau. Shepard, Sie lesen meine Gedanken. Der VIP-Bereich des Afterlife scheint Ihr bevorzugtes Jagdgebiet zu sein. Sie müssen dort alleine und unbewaffnet hingehen. Ich gehe da ohne Waffe und Verstärkung rein? Ich werde das Ganze aus dem Schatten heraus beobachten, Shepard. Sie werden niemals alleine sein, das schwöre ich. Aber Sie dürfen nicht mit Waffen und Soldaten reinplatzen. Morinth ist viel zu gerissen, sie würde einfach verschwinden. Die Aktion muss subtil und raffiniert sein. Vertrauen Sie mir. Sie wird auf mich zukommen. Sie können Morinth rauslocken. Wenn sie mich sieht, wird sie mit Sicherheit fliehen. Aber Ihnen kann sie nicht widerstehen. Sie sind auf dem Schlachtfeld eine Künstlerin. Sie strahlen diese Lebenskraft aus, die sie anzieht. Ihre Kraft wird sie anlocken. Wir verlieren Zeit, nichts wie hin. Ich stimme zu. Wir können weiterreden, wenn wir dort sind. Was wollen Sie hier? Was ist hinter dieser Tür? Der VIP-Bereich des Clubs. Für Gäste mit dem richtigen Namen. Wollen Sie was? Mir wurde gesagt, im Vergleich hierzu wäre der Rest des Afterlife gar nichts. Muss ein kluger Kopf gewesen sein. Wer war's? Yarut. Gehen Sie rein. Kleiner Tipp. Wenn Sie einen Streit anfangen, tun wir Ihnen weh. Werden Sie angegriffen, können Sie sich natürlich wehren. Sie müssen allein reingehen. Morinth wird Sie beobachten. Wie jedes Raubtier ist sie vorsichtig. Sie müssen ihr Interesse wecken, damit sie sich ihnen nähert. Wenn sie ihr direkt gegenüberstehen, sorgen sie subtil dafür, dass sie sie in ihr Apartment einlädt. Ich folge ihnen unauffällig. Und wenn sie allein sind, schnappt die Falle zu. Hören Sie, bis zu meiner Ankunft schweben sie in großer Gefahr. Sie wird Schreckliches für sie vorbereiten. Und wenn sie nicht aufpassen, werden sie das sogar wollen. Wie kann ich ihr Interesse wecken, ohne mit ihr zu sprechen? Mut oder selbstmörderische Tapferkeit können ihre Aufmerksamkeit wecken.
Wenn sie sich verteidigen und dabei jemanden verletzen, findet sie das aufregend. Aber wenn sie Streit suchen, langweilt sie sich nur. Bewegen sie sich elegant durch die Menge im Nachtclub. Das wird sie faszinieren. Sie wird sie wollen, sobald sie sie erblickt. Und dann geht es nur noch darum, ihre Vorsicht auszuhebeln. Wie überzeuge ich sie davon, mich mit nach Hause zu nehmen? Sie bewundert Stärke, Direktheit und Lebenskraft. Bescheidenheit, Höflichkeit oder Sanftmut findet sie abstoßend und langweilig. Gewalt regt sie an. Sie haben getötet, Shepard. Das wird sie mögen. Dann los, fangen wir an. Shepard, wir haben nur diese eine Chance. Ein Fehler und Morinth ist weg. Wenn Sie nicht ganz sicher sind, sprechen Sie mich noch einmal an. Ich werde hier warten. Und Shepard? Danke. Ich teile diese Bürde sonst mit niemandem. Aber Sie sind die Einzige, bei der ich mir das überhaupt vorstellen kann. Hey, wissen Sie vielleicht, wo es Tickets für Expel 10 gibt? Dieser unglaubliche Asari hat gesagt, das wäre ihre Lieblingsband. Ich will einfach nur das, was sie will. Ich brauche diese Tickets. Das Konzert von Expel 10 ist schon morgen. Sie scheint was Besonderes zu sein. Ist sie hier? Sie war vor ein paar Tagen hier und hat von der Band erzählt. Sie ist ziemlich oft hier. Wenn sie wiederkommt, habe ich die Tickets. Mir rutscht gleich die Hand aus und sie stehen viel zu nah dran. Ganz ruhig, alles cool. Ich mache einen Rückzieher. Sei doch nicht so. Ich habe Credits. Wir könnten zu mir gehen. Ich hab's gern einfach. Zieh Leine, Arschloch. Ich bin Tänzerin, keine Nutte. Du hast ein großes Mundwerk. Das würde ich zu gern mal in Aktion sehen. Die Dame sagte, sie sollen weggehen. Wollen Sie etwa mitmachen? Sie oder diese Nutte, ist mir ganz egal. Ich will nur ein bisschen Spaß. Die Zeiten sind vorbei. Danke. Die Security hat gepennt. Hey. Hey. Ich tanze neben Ihnen. Wenn Sie glauben, wir würden zusammen tanzen, bleibt es Ihnen überlassen. Das würde ich gerne glauben. Heutzutage lassen Sie wirklich schon jeden rein. Das Niveau ist böse gesunken. Wollen wir das ausdiskutieren? Sie und ich gehen hinten raus, nur einer kommt wieder rein. Ich will hier nur meinen Drink genießen. Kein Grund, sich aufzuregen. Verdammte Menschen. Heute ist ideales Jagdwetter. Wir überfallen sie in der Gasse. Solange sie nicht für Aria arbeiten, ist alles in Ordnung. Wir müssen genug Credits zusammenbringen, um Hink nicht ständig an den Hacken zu haben. Hey, was glotzen Sie so? Ein paar traurige Versager, die sich für was Besonderes halten und gleich rausfinden werden, dass sie es nicht sind. Und wer wird's uns gleich zeigen? Sie etwa? Die Menschenfrau hält sich für hart. Härter als Sie. Ich habe sie beobachtet. Sie sind die interessanteste Person in dem ganzen Laden. Ich habe da drüben im Schatten ein Separé. Wollen Sie sich nicht zu mir setzen? An manchen Abenden komme ich her und finde keine einzige interessante Person, mit der ich reden kann. An anderen Abenden ist es nur eine einzige. Heute Abend sind Sie es. Woran liegt das wohl? Ich weiß, was mir gefällt. Ach ja? Was halten Sie von der Musik hier? Dunkle Rhythmen, ein harter Beat. Das weckt in mir irgendwas Primitives. Und bei Ihnen? Mich interessiert eine Band besonders, die sich Expel 10 nennt. Die dringen in meinen Kopf ein und reißen dort alles in Fetzen. Sie geben bald ein Konzert. Vielleicht sollten wir zusammen hingehen. Man kann sich in der Musik hier verlieren. Es gibt Methoden, die das noch verstärken. Verstehen Sie? Ich habe damit experimentiert, als ich noch jünger war. Aber irgendwann wurde ich zu erwachsen dafür. Bewundernswert. Für was sind Sie wohl noch zu erwachsen geworden? Die Frage lautet vielmehr, welche neuen Interessen habe ich entwickelt? Warum erzählen Sie mir nicht davon? Sie finden das noch früh genug selbst raus.
Und Sie entdecken vielleicht auch noch das eine oder andere. Kennen Sie sich mit Kunst aus? Sie spricht die dunkelsten Ecken in meinem Inneren an. Was ist mit Ihnen? Manche Werke berühren mich durchaus. Was berührt Sie wirklich? Kunst, die Urtriebe anspricht. Sie haben's verstanden. Es gibt viele Formen von Kunst. Ich habe Videos gesehen, die viel stärker waren als so manche Skulptur in einer Galerie. Kennen Sie Vienya? Mein Lieblingsvideo. Die beiden Schauspielerinnen darin sind überaus glamourös. Ich muss es sehen. Vielleicht sollten wir das gemeinsam tun. Ich bin durch die ganze Galaxie gereist. Reisen verändert einen, nicht wahr? Wirkliches Reisen bedeutet auch, sich an Orte voller Gefahren zu begeben. Wo man Dinge sieht und tun kann, die sich die meisten nicht mal vorstellen können. Ja. Wenn ich reise, treibt es mich an dunkle, gefährliche Orte. Orte voller Gewalt? Gewalt ist die deutlichste Ausdrucksform von Macht. Gewalt ist nur Mittel zum Zweck und dieser Zweck ist die Macht. Wollen wir nicht woanders hingehen? Mein Apartment ist ganz in der Nähe und ich will mit Ihnen alleine sein. Ich liebe Clubs. Die Leute, die Bewegung, die Hitze. Ich höre noch immer den Bass, wie die Trommeln bei einer großen Jagd mit ihrem Blutrausch. Aber hier ist es still und Sie sind sicher. Entspricht das Ihren Wünschen, Shepard? Ich kämpfe lieber, als mich zu verstecken. Richtig. Es ist besser, sein Schicksal in die eigene Hand zu nehmen. Ich habe diese Begeisterung für Sicherheit nie verstanden. Manche von uns sehen das ganz anders. Unabhängigkeit geht vor Unterwerfung. Ich glaube, diese Ansicht sind wir beide. Sie vergleichen uns beide, sind aber weit von meiner Liga entfernt. Diese Stärke, genau das brauche ich. Sehen Sie mir in die Augen und sagen Sie mir, dass Sie mich wollen. Sagen Sie mir, dass Sie für mich töten würden, dass Sie alles tun, was ich will. Ich bin nicht das Opfer, das Sie sich erhofft haben. Aber Sie? Wer sind Sie? Oh nein. Ich begreife, was hier abläuft. Das Miststück hat eine kleine Helferin gefunden. Morinth. Oh. Mutter. Nenn mich nicht so. Ich kann nicht einfach aufhören, deine Tochter zu sein, Mutter. Du hast deine Wahl vor langer Zeit getroffen. Welche Wahl? Mein einziges Verbrechen bestand darin, mit den Gaben geboren zu werden, die du mir vererbt hast. Genug, Morinth. Ich bin das genetische Schicksal der Asari. Aber sie sind noch nicht bereit, es zu verkünden. Und deshalb muss ich sterben. Du bist eine Krankheit, die ausgemerzt werden muss. Weiter nichts. Ich bin genauso stark wie sie. Ich würde mich ihnen anschließen. Ich habe bereits geschworen, ihnen zu helfen, Shepard. Bringen wir es zu Ende. Morinth wird mir nützlicher sein. Sie werden diese Entscheidung noch bereuen. Leb wohl, Mutter! Danke, Shepard. Meine Mutter trug ebenso viel Macht wie Hass in sich. Sie haben mir geholfen, jetzt werde ich Ihnen helfen. Lassen Sie mich den Platz meiner Mutter in Ihrem Team einnehmen. Es dürfte schwierig sein, Teile meiner Crew zu überzeugen, sie zu akzeptieren. Sie müssen es ja nicht erfahren. Ich sehe meiner verstorbenen Mutter zum Verwechseln ähnlich. Die wenigsten können uns auseinanderhalten. Und ich habe lange und intensiv geübt, sie in allen Aspekten zu imitieren. Würde ich meine Augen schließen, könnte ich schwören, sie wären Samara. Bis zur Perfektion hat es Jahre gedauert, aber als ich jünger war, hat es Vorteile gebracht, als meine Mutter aufzutreten. Was glauben Sie, wie ich ursprünglich von Tessia entkommen bin? Ich schlüpfe nur rasch in diese schreckliche Uniform, dann wird niemand den Unterschied bemerken. Dann los. Das wird bestimmt lustig. Samara hat sich verändert, seit sie ihr auf Omega geholfen haben. Sie redet nicht mehr mit mir. Ich fürchte, durch den Tod ihrer Tochter hat sie ihre emotionale Stabilität eingebüßt. Der Tod nahestehender Wesen ist immer nur schwer zu begreifen.
Sogar wenn man ihren Tod gewollt hat. Nun, ich hoffe, sie hält den Rest der Mission durch. Wie auch immer, wie kann ich Ihnen helfen, Commander? Das wäre alles. Wie gefalle ich Ihnen, Shepard? Ist es überzeugend? Niemand weiß von Mutter. Es bleibt unser kleines Geheimnis. Ist es nicht riskant, mit Ihrer eigenen Stimme zu sprechen, Morinth? Ich bin schon seit Jahrhunderten überaus diskret und kenne mich mit Wanzen und Kameras aus. Ich habe dafür gesorgt, dass Edi nicht zuhören kann. Wir sind hier sicher. Bei Ihnen will ich ganz ich selbst sein, Shepard. Sie sind so ganz anders als Ihre Mutter. Sie war eine schreckliche Mutter. Sie hat ihre Pflichten präzise und sorgfältig erfüllt, aber ohne jede Liebe. Sie hat uns gelehrt, die Göttin zu ehren und gute Asari zu sein. Sie wollte uns sogar den Wert der Selbstverleugnung vermitteln. Ich muss eine ziemliche Enttäuschung gewesen sein. Manche Leute sind sehr unglücklich, wenn sie ihre Eltern enttäuscht haben. Meine Mutter hat mich genauso enttäuscht. Und letztlich ist es meine Meinung, die zählt. Sie war zufrieden damit, ein freudloses Leben zu führen und dann einfach zu sterben. Aber ob man nun mit oder ohne Ehre stirbt, tot ist man in jedem Fall. Man sollte daher die Freuden annehmen, die einem angeboten werden. Was halten Sie von der Crew der Normandy? Ein interessanter Haufen, aber nicht so wie Sie. Sie haben viel durchgemacht. Mir geht's immer gut, Shepard. Ich habe schon vor Jahrhunderten gelernt, mich um mich selbst zu kümmern. Wir werden auf Sie aufpassen, aber Sie müssen auch auf uns aufpassen. Natürlich. Es ist seltsam und neu für mich, aber ich werde mein Möglichstes versuchen. Ich werde in Ihrer Crew keinen Ärger machen, falls Sie darauf hinaus wollten. Ich werde Probleme keinesfalls tolerieren. Shepard, ich würde meinen Platz in Ihrem Team niemals aufs Spiel setzen. Jemandem wie Ihnen bin ich noch nie begegnet. Ich sollte jetzt gehen. Jetzt schon? Aber bleiben Sie nicht zu lange fort. Shepard, ich freue mich immer über Ihren Besuch. Sie haben viel durchgemacht. Mir geht's immer gut, Shepard. Ich habe schon vor Jahrhunderten gelernt, mich um mich selbst zu kümmern. Wie kommen Sie mit einem so einsamen Leben zu Rande? Manchmal fühle ich mich schon einsam. Ich werde nie die Liebe eines anderen spüren können. Zumindest nicht für lange. Aber dagegen kann ich vermutlich nichts unternehmen. Aber eines sollten Sie wissen. Meine Liebhaber haben in ihren letzten Momenten einen Genuss verspürt, den sie sich nicht einmal vorstellen können. So wie Neff. Sie ist an einer Überlastung ihres Nervensystems gestorben, das die Ekstase nicht mehr verarbeiten konnte. Warum erzählen Sie mir das? Ich möchte Ihnen das auch vermitteln, Shepard. Ich möchte, dass jeder Nerv Ihres Körpers vor Lust pulsiert. Ich weiß alles über Sie, Morinth. Warum sollten Sie auch nur versuchen, mich zu verführen? Ich versuche nicht, Sie zu töten. Ich glaube vielmehr, dass Sie die Einzige sind, die mit mir zusammen sein und das überleben könnte. Sie haben den proteanischen Dechiffrierer in Ihrem Kopf. Sie sind von den Toten zurückgekehrt. Sie sind einzigartig. Sie und ich können etwas teilen, das so intensiv und tief ist, dass es Ihr Leben verändern wird. Morinth, ich kann nicht leugnen, dass ich dich sehr begehre. Meinst du das ernst? Du wirst zu mir kommen? Das werde ich. Komm her, Shepard. Umarme die Ewigkeit.